Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade. So, wir sollten jetzt mit den Meistern reden und das werden wir doch gleich mal machen, würde ich sagen. Wir sind übrigens auf der Mahlstrom im Innenbereich. Also, wir fahren jetzt anscheinend zum nächsten Ziel oder so. Keine Ahnung, wo es hingeht. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Sprechen wir mit Nia. Warum so still? Bist du noch nicht etwas seekrank? Seekrank ich, Päh. Ich bin noch nicht dran gewohnt, mit so vielen Bergungstauchern auf einem Schiff zu sein. Das ist alles. Wenn ich das so jetzt schon... Was? Wenn dich das schon jetzt so mitnimmt, wirst du am Ziel unserer Reise das reinste Nervenwrack sein. Ich komme schon klar, hörst du? Okay, dann reden wir mit ihm hier. Warum so still? Bist du nicht etwa seekrank? Oh. Das hat man schon. So. Dromach. Herr Rex, seid ihr bereit für den Einsatz? Ich selbst verstehe nicht viel vom Handwerk der Bergungstaucher. Doch ich gelobe, mein Möglichstes zum Gelingen der Mission beizutragen. Kein Ding, das kriegen wir schon hin. Auf gute Zusammenarbeit. Okay, also verstehe ich jetzt richtig, die Nia ist praktisch ein Meister und der Dromach ist das Blade von ihr oder die Klinge, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, aber das werden wir alles rausfinden, würde ich sagen. So, wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, hier auf der Ebene muss noch was sein. Der Jin. Hallo, wie läuft's? Du bist aus Lefteria, nicht wahr? Genau, ich bin in Fonset aufgewachsen. Das Dorf liegt direkt am Wolkenmeer. In meiner Freizeit war ich oft in den Wolken schwimmen. Deshalb bin ich auch Bergungstaucher. Wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist das Schwimmen und Tauchen. Fein, fein. Ja, okay, der ist nicht sehr gesprächig. Ich finde, es läuft richtig, richtig flüssig alles. Ist echt cool. Ich glaube, dass hier bestimmt mit 60 FPS läuft. So flüssig, wie das aussieht. Cool. Seva. Mein Gott, die ganzen Namen muss ich mir erstmal merken, Leute. Es wird nicht so einfach. Seva. Hehe. Sieh an. Nicht mal ein Meister und trotzdem Malos Angriff ausgewichen. Beeindruckend, Kleiner. Bin gespannt, was es dir noch werden wird. Sollte das ein Kompliment sein? Danke, schätze ich. Was willst du, Kleiner? Rex heiße ich. Freut mich, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ich schätze mal, du wirst mir nicht verraten wollen, wonach genau wir da draußen suchen werden. So sieht's aus. Alles streng vertraulich. Wieso fragst du? Plagt dich die Neugier? Ja schon, aber keine Sorge. Ich tue das, wofür ich bezahlt werde. Ob ihr mich jetzt einweiht oder nicht. Genau das wollte ich hören, Kleiner. Das Einzige, was du verstehen musst, ist dein Handwerk als Bergungstaucher. Mein Name ist immer noch Rex und nicht Kleiner. Okay. Obere Ebene. Ah, okay. Obere Ebene. Dann gehen wir noch hier mal hoch. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht eigentlich nichts, aber sieht trotzdem cool aus. Mit dem Wolkenmeer. Also ich finde allein schon die Idee ist wirklich geil. Ich habe ja nicht die anderen Xenoblade-Teile gespielt. Daher bin ich ja noch neugierig. Ich weiß ja nicht, wie das Genre hier ist oder die, ja, sagen wir, das Universum hier von Xenoblade. Aber das finde ich schon richtig nice gemacht. Könnt ihr die ganze Zeit hier stehen und Titanic spielen. Nur die Hände da ausstrecken, dann geht's los, Leute. Jetzt gehen wir mal da hoch. Du quasselt hier so schmal wieder. Monel.
sprechen. Ah, da kommt ja meine Ablösung. Und, bereit für deine Schicht? Klar, alles klar, ich übernehme dann mal. Aber kann man hier übernachten? Nein, noch nicht. Okay. Wenn ich jetzt die Karte aufmache, gibt es hier Übernachtungsmöglichkeiten? Ja, vielleicht können wir ja noch ein Level machen oder so. Oder gibt es hier gar nichts? Eventuell. Aber okay, hat er gesagt, ich so, eigentlich ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt schlafe. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall speichern, Leute. Speichern. Ich darf speichern nicht vergessen. So, dann schauen wir nochmal hoch zu ihm. Dann werden wir seine Schicht übernehmen. Dann gehen wir mal zum Monell. Ja, ich übernehme. Ah, endlich Pause. Meine Augen brennen schon. Ich glaube, ich gönne mir erstmal ein Bierchen oder zwei. Ja, dann mach mal. Viel Spaß bei deiner Schicht. Wenn ich die Wolken in der Ferne richtig deute, kommt da einiges auf uns zu. Ach du Scheiße. Falls irgendwas ist, schrei einfach laut. Keine Sorge, ich werde mich garantiert nicht besinnungslos trinken. Hm. That's the black ship from the harbor. Is it following us? It's way too cold up here. You? I'll have you know I've got a name. It's Nia. They've started boozing below decks. You should join them. Why aren't you there? It's not that I hate it. I just really don't need a headache right now. Huh. Good thing you're not a salvager then. Why's that? Swim like a fish and drink like one too. That's the salvager's code. Pff, sounds terrible. I don't think I'll be changing careers. Hmm, probably for the best. Anyway, I bet you drivers earn a hell of a lot more than salvagers do. So, kid? My name's Rex. Okay, Rex. Why did you start salvaging in the first place? That there. The World Tree. I don't get it. You know, you find all sorts of things digging through salvage. Some of it trash. Some of it treasure. But all of it from people long gone. Have you noticed, though, there's fewer titans each day? I saw one go under just the other day. It was a pretty big one. There must have been loads of animals still living on it. Living space is running out, day by day. And sooner or later, we'll be the ones sinking down into the cloud sea. But up there, Elysium is waiting for us. Seriously, kid, Elysium? Don't tell me you believe that gaff. So that's, why you're a salvager. It's just a lie for children. And that there is just an overgrown shrub. If there's a way to get up there, maybe it's hidden below the clouds. Is it really that crazy? Seriously, though? There'd be no need to fight over dwindling land and resources. No need to worry about our homes sinking away. Everyone could have peace and security. I mean, a dream like that, isn't that worth believing in? Nobody can tell you what to believe, but... Everyone, huh? What? I always thought people were pretty selfish by nature, but you? Huh. Do you have parents? No. When I asked Gramps, he told me they died when I was just a kid.
Gramps? Oh, the same one who taught you to use arts. Yeah. He basically raised me himself. He's not like us, though. Not like... I'm not sure I catch your drift, but this Gramps of yours sounds all right. Oh. And you're all right too, kid. Rex, bitte. Not that different from me. Ja, den hier, glaube ich, ist cool. We're in position. All personnel, report to stations. Salvage team, suit up and proceed to hatch. Okay, gehen wir mal. Wie viel Jugend hin? 12 Meter, das muss. Das ist hier unten. Your target is located inside a shipwreck 450 pence straight down. Searching the wreck while submerged is too high risk for our tests, so we'll be using flotation devices and cranes to lift the hull first. Next, you'll split into teams and explore the interior. Once the target is found, retrieval can commence. If that's clear, let's begin with attaching the floats. Get into position. We're paying you lowlifes a lot, so don't screw it up! You smug so-and-so. Wo wir manchmal weg? Submerge. Das ist schon episch. Is that it? Looks pretty ancient. Is that the propulsion mechanism? I've never seen one that shape before. Which country made this? Whoa, that's massive. The appearance matches our reports, but it's what's inside that matters. Object is secure. Proceed to second phase. Excellent work. You're not half bad, you know that. I do this for a living, remember? All teams, proceed inside when ready. Right then. Let's get moving. You with us. Me? You're gonna drag the kid along? Seriously? Guess he thinks you need all the help you can get. Oh, yeah.
Well, don't just stand there. You've got your orders, haven't you? Uraltes Schiff. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Habe ich überhaupt schon Mitglieder gehabt? Okay. Wähle den Charakter, der die Position ändern soll. Nö, ich würde sagen, das passt so. Bei der ist unsympathisch, obwohl der Stufe. Könnten Sie eigentlich rausnehmen und für ihn tun. Er hat aber keine Klinge. Ich würde sagen, wir behalten. Das bleibt so. Tipps für Abenteurer. Rex ist nicht mehr alleine unterwegs. Wähle im Hauptmenü Charaktere und dann Aufstellung, um die zusammenstellende Gruppe anzupassen. Ich glaube, viele Gefährten, du hast im Kampf, können immer nur drei davon zum Einsatz kommen. Okay. Du steuerst den Charakter, der auf Platz 1 in der Aufstellung steht. Jeder Charakter hat einen anderen Kampfstil, also scheue dich nicht, alle von ihnen auszuprobieren. Okay. Charaktere. Ah, X ist Aufstellung dann. Okay. Okay, das passt so, würde ich sagen. So, okay, uraltes Deck. Gehen wir mal hin. Kampf, denke ich mir. Let me show you what a driver can do. Amazing! So that's how drivers and blades fight? So ruthless. It's like they're monsters themselves. Okay. Nice. I'm sure glad these drivers run on. You too, Dromark. No need to get hysterical. It was a walk in the park. Yeah, but still. That's enough yapping, you pair of brats. Let's move! Talk about self-important. Gramps always taught me to respect my elders. Elders. They make short work of monster. These no ordinary fighters. Big job in Moradane going well too. There much money to be made from these people. Ja, aber wie kann ich denn warte mal schauen. Charakter. Kann ich hier nicht durchwählen? Auswahl. Ach so, oben. Ah, Domach.
Heiler. Okay, sie ist Heiler. Okay, ich kann hier noch nichts machen. Okay, verstehe. Wir speichern aber trotzdem nochmal. Genau. Ah, die hat die Klinge da oben drin. Sorry, dass ich ein bisschen schaue, aber ich muss ja selber erstmal ein bisschen durch. Blicken. Ich glaube, das wird bestimmt noch ein Tutorial kommen. Wir müssen jetzt hier rein, oder? Hier ist ein kleiner strategischer Tipp, der dir das Leben leichter machen könnte. Gegner kann man gezielt anlocken. Wenn du einen Feind aus etwas größerer Entfernung anvisierst, ohne eine Waffe gezogen zu haben, kannst du drücken, um ihn anzulocken. Das ist besonders hilfreich, wenn du einzelne Feinde aus einer Gruppe rauslocken oder einen Terror bekämpfen willst. Versuche jetzt den Feind vor dir anzulocken. Visiere ihn, bitte wärmen, drücke. Okay. Just so. Okay, time to take you down. Yeah! Ha! Yeah! Anchor shot! Ha! Make haste and retrieve it. Ich habe jetzt aber noch nicht gelernt, wie ich die anderen da einsetze, dass die heilen oder sowas. And hit! Let's show him a thing or two. Come on! Don't mind me. Ha! Ha! Yeah! Yeah! Sword strike! Let's show him a thing or three. Make sure you got my tail, Rex. Ha! Yeah! Sword strike! We can do this all day! Let's keep moving! You're all mine! So, ist eine coole Runde, aber wir nehmen es gerne mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Okay, ich hoffe mal, das wird noch erklärt, nicht, dass ich das vorher aus dem weggedrückt habe oder so. Bei der großen Krabbe, weil da hat ja alles geleuchtet da oben. Hey, look what I found. Der Kreisepunkt. Congratulations. Okay. So, hier ist ein Gehschnarr. Gehschnarr. Okay, time to take you down. Don't mind me. Yeah! Ha! Yeah! Anchor shot! Ha! Let us make use of it now! Really? We can do I'm this all day! Stronger. It was a meaningless victory. You're all mine. Ach, schon cool aus hier irgendwie. Klar, es ist jetzt nicht die beste High-End PS4-Grafik, aber ich finde, Grafik ist echt nicht immer alles. Dafür stimmt die Atmosphäre und die ist umso geiler. Da drückt man noch eine Kiste. Sehe ich gerade, oder ich habe mich verschaut, aber ich glaube, ich habe da noch ein Kistchen gesehen. Komme ich da rüber? Oh. Nein, komme ich nicht. Oh, scheiße. Let's show him a thing or three. Don't mind me. Yeah! Yeah!
a thing or three. I'll do as I please. Ha! Anchor shot! Ha! Make haste and retrieve it. Easy peasy. Easy peasy. Let's keep moving. Okay, time to take you down. I'll do as I please. Kann ich gar nicht anlocken? What the fuck? Dang, it's found us. Ow! Gah, anchor shot. Ha. Make haste and retrieve it. Ha! Dang, it's found us. Alter. New enemy in the mix. Heilung, Mitch! Alter, gib mir doch Heal! Dann gib dir mir kein Heal! I'll bash you up proper next time, I swear. Be wary not to push yourself too hard. Nein, komm mir nicht hoch. Aber die. Fall ich hier schon wieder runter. No! We lost the upper hand. Warum heilt die mich eigentlich nicht? Jetzt halt sie. Focus. So, do it. Storm Edge. Come on. You're late. Yeah. Get a grip, you! Sword! Yeah! Quick in arc! Did I overdo it? Yeah! Sword bash! Focus! Anchor shot! Make haste and retreat! Come on! Someone's getting sucked! Yeah! I'm feeling stronger than before! Stop slacking off! No! We lost the upper hand! None of that. Everyone's getting sucked! Thanks. We're on a roll now! Pipe down! Okay, bring it on! Get a grip, you! Ow. You did good. Everyone's getting psyched. I'm getting fired up. Pipe down. Jaguar flash. Make haste and retreat. Double spinning hit. Okay, ich muss sagen, ich habe keinen Plan. Ob ich die anderen steuern kann oder ob die das selber machen. Das wird schon passen. Gehen wir ein bisschen runter. Dann gehen wir doch mal hier runter. Okay, 20 Meter.
Systemsteuerungsraum. Okay. Brennstoffsäule. Ätherzylinder. Another morning. Ein Zylinder ist ja. Yeah. Okay, time to take you down. Stay in your toes. Ha! Easy peasy. What was that? Come on, okay, stop wasting our time. Level 5 schon. Okay, bring it on. Yeah. Everyone's getting sacked. Double spinning head. Take him out. Raging Tiger! Sure! Ha! For sure! Do it! Storm it! Let us make use of it now! Yeah! I can do better. I'm still getting stronger. Dort ist unser Ziel anscheinend. Ah, wir brauchen 3 Stück oder wie? Oder reicht einer? Das ist wie eine Monsterkrabbe. Ja, ich speichere lieber mal. Okay Leute, dann schauen wir uns mal den Kampf hier an. Planning on letting us past, huh? Sounds like a challenge. Cut that out. Let's show him a thing or three. Don't mind me. Eagle Eye. Sure. Focus. Wenn wir die Akku ein bisschen ziehen hier. Come on! Sword! Strike! Fire! Double spinning edge! Heave two! Halo! Anchor shot! Make haste and retreat! Cut that out! Chakra! Wir wollen mal die Reihen. Tipps für Abenteuer. Siehst du das Schwimmen, das den Gegnern... siehst du das Schwimmen, das den Gegnern umgibt? Das ist eine sogenannte Zorn-Aura. Bestimmte Gegner werden zornig, wenn ihre Kraftpunkte über einen bestimmten Wert sinken. Na, denke mal, das ist die zweite Phase jetzt. Die Zornaura steigert die Statuswerte eines Gegners. Nimm dich also in Acht. Er ist stärker als zuvor. Let us make use of it now. Sword strike! On you go. Yeah. Okay. You did. Anchor shot. Ha. Whew. Knapp.
Jin, check this out. There it is. Adam's crest. Adam's crest. What does that mean? You. Open this door. Me? This door will only open to one of you people. One of me? What are you talking about? Hurry up and do it! We're not paying you to ask dumb questions. What the hell? You can't treat hired hands like that. Sklaventreiber. Now, how do we open this thing? Oh, hey! So that was a release toggle. Just as I thought. Wait. There. Open that door too. Let's move. What is that thing? Whoa. It's a girl. Look. Yes, no mistaking it. That's the Aegis. The Aegis. Hey, Brat! Don't even think about touching that! Huh? Personally, it's an act of mercy. At least you won't be alive to see what's coming. What a waste of time. Jin! Why did you kill him? Why? What did Rex ever do to you? Jin! Let's ship out the Aegis. Nia, call the Monoceros. Wow, was ist hier los? Aber sie ist ja Heilerin, vielleicht kann sie uns ja wieder zum Leben erwecken. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, im Himmel oder was, keine Ahnung.
Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann an, wie es denn hier weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.